Dann gucken wir mal. Hüpfende Stachis. Moment, ich will alle Blöcke zerstören. Okay, das ist doch schon mal was. Ich will trotzdem alle Blöcke zerstören. Und du auch noch. Okay, es war nur eine Münze drin. Ach, scheiße. Er hat seinen Schweif nicht eingesetzt. Luigi, Mann. Ah, ich sehe schon Lucky Twos. Das heißt, wenn es Lucky Twos gibt, gibt es auch irgendwas oben. Warte mal, ich sterbe ja gerade voll. Jetzt haut der von mir ab, ey. Gibt's noch nicht. Kann ich ihn nochmal ins Spiel holen? Vielleicht mit der Vollblume erwische ich ihn hier. So, jetzt dann nach oben. Seht ihr da schon die erste Münze? So. Ich spiele immer mit dem Steuerkreuz, aber sobald ich auf diesem Ding hier bin, immer Schiebepad. Habe ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ist einfach so. Ist viel komfortabler. Zumindest für diesen Moment. Da oben sehe ich noch mehr. Oh, danke schön. Das ging schneller, als ich dachte. Oder das hier. Könnte auch was sein. Und es ist auch irgendwas. Okay, dann machen wir es auf die Weise. Oh, okay. Ich habe jetzt was viel Schwierigeres erwartet. Wow, 50. Einmal. Okay, das war Nummer 2 und eine haben wir noch vor uns. Das hier. Eigentlich ziemlich einfach zu holen, denke ich. Erreicht. So, dann Ziel. Ging schnell, das Level. So, jetzt bin ich mal gespannt, was für eine Nachricht ich bekomme. Ob mir gesagt wird, dass ich alles geschafft habe oder so. Ich hoffe. Es wird mir nichts gesagt. Oh Gott, heißt das, ich habe irgendwo was übersehen? Verdammt. Okay, warte. Start, speichern und ins Hauptmenü zurück. Ich habe irgendwas, glaube ich, nicht geschafft. Ich glaube, ich habe irgendeinen Exit oder so vielleicht auch nicht bekommen. 2 Sterne wie vorher, als hätte ich überhaupt nichts gemacht. Das heißt, was fehlt mir alles? Warte, ich bin Mario. Ich will immer noch Luigi sein. Nimmt mir das nicht persönlich, aber... So, nochmal. Irgendwas fehlt mir noch. Ich dachte, ich hätte alles. Gehen wir nochmal alles durch. Ob wir irgendwo... Vielleicht öffnen wir diese Dinger hier alle. Genau, das könnte auch noch sein. Aber es wird uns auch nicht alles, glaube ich, ermöglichen. Halten Augen offen nach... Secret Exit. Das heißt, auf der Map gucken, ob da irgendwas sein könnte. Oder Münzen. Weil ich irgendwo eine Münze noch nicht bekommen habe, vielleicht. Machen wir das auf. Das war so langsam. Ich dachte jetzt wirklich, ich hätte alles. Aber da fehlt mir noch irgendwie. Aber die Lochkarte sieht jetzt auch nicht so wirklich danach aus. Jetzt würde in Welt 2 mir was fehlen. Okay, gehen wir in die Pilzwelt zurück. Shit. Da habe ich auch. Okay, Welt 3. Sieht alles gemacht aus. Das hier habe ich auch alles. Hier, das hier können wir noch öffnen. Dann Welt 4. Machen wir das hier auf. Ey Mann, ich bin gerade sehr irritiert. Das Spiel sagt einem aber auch natürlich nichts, ne? Wo da irgendwas fehlen könnte oder so. Muss ich alles auf eigene Faust rausbekommen. Das ist das, was ich ein bisschen blöd an diesem Spiel oder auch an New Super Mario Bros. 1. Also für die Wii. Nicht für die Wii, für den DS. War es genauso ein Problem, glaube ich. Ja, hier war ich ja gerade noch. Gut, das kann ich auch noch öffnen.
Okay, Sackgasse. So, hier habe ich ja massig Secret Exit schon gefunden. Mit 5. Ah! Ich sehe was. Hier fehlt mir ein Level. Scheiße. Ups. Okay, dann... Oh, scheiße. Okay, machen wir das mal schnell. Habe ich vergessen, eine Coin noch zu holen. Die zweite nämlich. So, mal schauen. Ups. Oh, Mann. Wie ich mir das gerade voll zerstört habe. Ach, Mann. Ah, ist jetzt auch egal. Es geht nicht ums Geld. Es geht ums Prinzip. Ist da links was? Weiß ich jetzt nicht. Schon der Checkpoint, okay. Okay, dann gehen wir mal diese Dinger hier durch. Was ist das denn hier? Ja, geh mal bitte. Gab's hier irgendwas? Ich meine, ein Mini-Pilz. Sieht auch sehr danach aus, als würde ich das auch hier brauchen. Wir sind über diese Mini-Röhren. Vielleicht hier? Mal schauen. Oh, ich hab's. Okay, schnell die Feuerblume nehmen, weil es könnte ja sein, dass die dritte Miss auch ein Dings erfordert. Ein Mini-Pilz, um ihn zu bekommen. Aber das ist mir scheißegal, denn für mich kommt es überhaupt nicht drauf an. Und ey, guck mal, ich habe 300 Leben zusammen. Kratz noch. Warte, nein, nein, nein. Ich will überall nicht mehr hin. Ich will nur noch ins Ziel. Oh Gott, was mache ich in meinem Leben? Oh Gott, zum Glück. Ich bin einfach blind ins Nichts gesprungen. Es hätte so nach hinten losgehen können. Na dann. Yeah, Party! Was ist passiert? Du hast alle Sterne zum Spiel gefunden, aber nicht alle Secret Exits, oder? Wo fehlt mir ein Secret Exits? Okay, das ist schon mal gut. Ich brauche jetzt nicht mehr nach... Ne, warte, wir gehen nochmal zurück zu Welt 5. Nochmal zurück in Welt 5. Wir öffnen noch alle Dinger hier, die es zu öffnen gibt. Ja. Welt 6. Und da, das hier die letzte, wo man was öffnen kann. Und auch die letzte, wo es, glaube ich... Nicht, dass es in der Sternwelt doch irgendwo ein Secret Exit gibt, aber... Weil ich meine, guckt euch die Welt... Ne, guckt euch die noch nicht an. Scheiß mal drauf. Aber sie ist flach, das wollte ich einfach damit sagen. Ganz glatte Strecke ist das. Wo könnte hier denn noch was sein? Ich glaube einfach... Warte, wir gehen nochmal in die Sternwelt. Seht ihr, es ist eine glatte Dings. Warte mal, wieso braucht die denn 9 zum Öffnen? Okay. Die letzten 9. Nochmal eine Party! Wow, du hast alle Level im Spiel geschafft. Aber das heißt, heißt es auch Secret Exits? Wir gehen mal in dieses Sternhaus. Und gucken mal, was das hier überhaupt ist. Warum kostet der hier 9? Hey, Todd. Ein Stern. Ein Stern auf Inventar? Okay, das hat es auch noch nicht. Also, nicht in diesem Spiel gegeben. Aber heißt das irgendwas? Ich meine, das hier können auch keine Secret Exits haben. Nochmal ins Speichern und ins Hauptmenü zurück. Ganz kurz, ja. Speichern beenden. Ein Spieler. 4. 4 Sterne ist unmöglich alles. Es muss einen 5. Stern geben. Es gab immer einen 5. Stern. So, es gibt irgendwo ein Secret Exit, das ich nicht gefunden habe. Aber wo? Kann das vielleicht sein? Warte mal, das hier hat ein Secret Exit. Dasselbe habe ich hier neu freigespielt. Kann es vielleicht sein, es ist vielleicht blöd jetzt, aber dass es hier vielleicht ein Secret Exit gibt, was mich nach da unten führt oder so. Vielleicht sowas. Oder, weil das Level hatte auch ein Secret Exit. Warte, wenn wir von ausgehen, warte mal. Wir gehen mal in die Blumenwelt rein. Hier gab es auch ein Secret Exit. Da gab es eins. 2 Stück gab es insgesamt, oder wie? Ich weiß es nicht. Ich
Ich meine, das hier könnte auch ein Secret Exit haben, theoretisch gesehen, aber wo sollte das hinführen? Das macht keinen Sinn. Dort macht das schon Sinn, weil es hier den einen Weg frei machen würde, vielleicht nach unten. Ist vielleicht so richtig unbedeutend und unnötig, aber... Ich gucke mir einfach nur das Level an. Sonst muss ich irgendwie mal nachgucken oder so, ob das irgendwo im Internet steht. Aber ich bin gerade... Das Level war das. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt, vielleicht merkt ihr das. Nehmen wir uns mal den Stern, ich meine, warum nicht? Vielleicht kann man ja doch irgendeinen Weg lang gehen hier. Also... Hier rein, meine ich. Ich will es ausprobieren jetzt. Ach Mist. Gut, gehen wir hier entlang. Da war ich jetzt auch noch nicht, auch wenn es hier eigentlich nichts gibt. Das ist ja auch so ein Cave-Level. Aber hier gab es ja auch zum Beispiel Röhren, wo ich noch nicht drin war, wisst ihr? Ist hier irgendwas? Irgendwas? Gucken wir mal. Dazwischen? Nein. Vielleicht in dieser Röhre da drin. Wir können da rein. Okay, das ist cool, das ist cool. Ist das noch was? Zum Beispiel hier nach rechts? Nein. Vielleicht zurück, bevor wir den richtigen Weg laufen. Na, ich liege eh wieder falsch. Hier gibt's bestimmt nichts. Ich mache mich gerade so verrückt. Das Problem ist ja, wirklich das größte Problem. Ich weiß ja nicht, wonach ich suche, wisst ihr? Ich suche einfach. Das ist alles, Dankeschön, was ich sagen kann. Irgendwas suche ich. Ich weiß nur nicht, was ich suche. Hat aber auch gar keinen Sinn. Es tut mir so leid, Freunde, ja? Wir müssen... Ich muss es nachgucken. Es kommt mir erschummelt vor. Wenn ich nachgucke, wo ich das Exit finde... Ich gehe jetzt einfach nochmal in die Sliver in der Zeit, wenn ich das sage. Es kommt mir erschummelt vor, wenn ich es nicht selber rausfinde. Aber ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich, wie ich gerade gesagt habe, nicht sagen kann, wonach ich genau suche. Ich suche nach einem Secret Exit irgendwo. Wahrscheinlich nicht mal eins, was mir... Nee, auf jeden Fall nicht mal eins, was mir ein neues Level freispielt, weil ich schon die Meldung bekommen habe, ja, du hast alle Starcoins gesammelt und du hast alle Levels an sich abgeschlossen. Das heißt, irgendwas fehlt mir, aber irgendwo fehlt mir das. Es könnte in jedem Level sein. Es gibt 9 Welten insgesamt. 6 plus 3 Bonuswelten. Irgendwo muss es doch irgendwas geben und ich kann nicht sagen, was. Oder wo, oder wie, oder was auch immer, wisst ihr? Das ist ja schlimm an der Sache. Ach man. Oh Gott. Ja gut, Moment, ich nehme mir mal den Stern. Zerstör das mal. Ja, da muss ich, muss ich leider einen Cut machen. Sorry. Wirklich sorry. Müssen beenden. Oder nicht beenden. Ich mache kurze Pause, ja? Kurz auf... Kurze Pause und ich guck das nach. Wirklich, nehmt mir das nicht übel. Aber ich bin gerade einfach nur verzweifelt. Und ich fühle mich nicht gut dabei, was ich hier mache. Muss ich sagen. Egal, ich guck das nach. Ja gut, da bin ich wieder. So, ich sage euch jetzt was, was ihr natürlich schon vorher wisst und ich die ganze Zeit nicht. Erstmal, ich hatte... Unrecht. In diesem Level gibt es keinen Secret Exit. Zweitens hatte ich auch noch mit einer Sache Unrecht, nämlich dass es überhaupt noch einen Secret Exit gibt. Es gibt keins mehr. Ich habe alles gefunden. Ich habe das Spiel durch. Ja, wirklich. Ich habe alles gefunden. Ich habe alle Secret Exits, ich habe alles Darkcoins, ich habe alles durch. So, warum fehlt mir der 5. Stern? Ich kann euch die Antwort sagen. In jedem New Super Mario Bros. Spiel, versteht mich nicht falsch. Für DS, glaube ich, weiß nicht, ob es damals schon 5 gab, Wii U, alles. Da habe ich immer brav die 5 Sterne gesammelt. Aber hier gibt es ein etwas anderes Kriterium für den 5. Stern. Ich brauche 1110 Leben, sagt das Internet. Erst dann kriege ich hier den 5. Stern. Heißt ungefähr, im Prinzip habe ich erst eigentlich schon, ich habe alles durch. Es ist jetzt echt nur ein Lebenssammel, das ich theoretisch machen müsste, was ich nicht machen werde, könnt ihr mir glauben.
Ja, ich habe es mir schwer gemacht. Es ist auch blöd gemacht, muss ich wirklich sagen. Aber wir haben das Spiel durch. Hey, wow. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ich habe schon eigentlich alles gehabt die ganze Zeit. Aber echt Minuspunkt an dieses Spiel. Dafür, dass es den fünften dafür gibt. Ich habe mich jetzt gerade so verrückt gemacht. Und sagen wir, käme das Spiel jetzt 1993 raus. Und es gäbe noch kein Internet. Dann hätte ich mein Leben lang... Okay, da hätte ich wahrscheinlich so viel gezockt, dass ich immer einfach die 1110 Leben gehabt hätte. Aber das ist ein echt blödes Kriterium. Wieso sollte ich so viele Leben sammeln? Ich habe jetzt 300, habe damit nicht mal ein Drittel davon. Also ich werde das jetzt nicht dafür machen, ne? Ist ja klar. Ist ja flach. Damit haben wir das Spiel an sich durchgespielt. Seht ihr, es gibt mir nicht diese Genugtuung. Irgendwie ist das falsch. Nicht mal falsch, es ist einfach nur komisch. Naja, egal, wir haben den Münzrausch noch vor uns, bevor wir das Let's Play beenden. So, dafür gibt es 3 Levelpakete, die ich spielen kann. Und es gibt DLCs. Ganz viele DLCs, die ich mir im Laden kaufen kann. Es wird jetzt aber lange dauern, wenn ich das jetzt anmache. Auf Laden gehe. Das dauert eine Ewigkeit. Vielleicht sage ich euch schon mal. Es gibt die normalen 3 Levelpakete. Und da gibt es, ich glaube, 10 Stück noch zusätzlich, die man sich als DLC kaufen kann. Downloadable Content. Oh, hier steht mein ganzer Kram. Aber gut. Ich halte auch nichts geheim, wirklich. Das hat mein Kram. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auf den 3DS auch adden. Aber ich bin jetzt nicht oft online. Also wenn ich überhaupt spiele, ist mein Zeiger meistens auf offline gestellt. Aber egal. Die kosten mich insgesamt 40 Euro. 40 Euro sind eine Stange Geld. Nicht mal das Spiel hat mich 40 Euro gekostet, ja. Ich glaube, ich habe auf Amazon 35 Euro so bezahlt. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Also auf jeden Fall weniger als für die DLCs, die ich mir jetzt kaufen. Nicht jetzt kaufen werde, ihr denkt jetzt im Video, aber die werde ich mir noch kaufen. Und dann, ja, wir kommen im Laden, kannst dir ja Sachen kaufen. Ja, das sieht dann ungefähr so aus. Hier 5 Euro für Pakete 9 und 10. Dann ist das nur Paket 9 für 2,50 Euro. Also macht mal die Mathematik. 10 mal 2,50 Euro. Das sind dann 40 Euro. Ja. Man kann die sich immer im Zweierpaket kaufen. Paket 9, Paket 10, Paket 7 und 8. Oder Paket nur 7. Ich verstehe nicht. Das ist irgendwie komplizierter gemacht, als sein muss. Weil so sieht es aus, als würde es 14 Sachen geben, wenn ihr oben links guckt. Aber es gibt echt nur 10 an sich. Nicht, dass man sich da außerdem Sachen doppelt kauft oder so. Auf jeden Fall sind das die Sachen, die ich mir kaufen muss. 40 Euro gehen aus meiner Tasche dann wieder weg. Das ist ziemlich... Okay, DLCs, verstehe mich nicht falsch, ist eine coole Sache, aber wow. Ich meine, für alles muss ich ganz schön blechen. Ich meine, im März das Spiel mich insgesamt gekostet hat, überleg mal so. Gut, dann haben wir nur noch das vor uns. Ich meine, rein theoretisch müsste ich, 1110 Leben sammeln und... meine Leiste oben, wo ich gerade 26.000 Münzen habe, müsste auf 1 Million hochgehen. Damit ich glaube, eine Statue von einem goldenen Mario oder so freischalte. Irgendwas richtig Lahmes, weiß ich nur noch. Das könnte das, dann könnte irgendwas anderes sein. Was richtig ist, überhaupt nicht wert ist. Deswegen sind so Sachen, wo Nintendo will, ja, spiel mal ganz viel, damit du das erreichst. Aber es hat eigentlich gar kein Spiel wert, wenn es eigentlich nur so ein Stern hier drauf gestempelt ist, der nicht mal wirklich... durch Suchen oder sonst was verdient es, sondern einfach nur durch, naja, Spielen und Spielen und Spielen und Spielen. Also nichts Besonderes. Also das finde ich nicht so gut an dem Spiel. An sich, das Spiel selbst hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich habe ja gesagt, irgendwie, es hat ein anderes Feeling auf dem 3DS und das gefällt mir ziemlich gut. Deswegen. Und Münzrausch kommt dann im nächsten Part dran. Ich weiß nicht, wie das aussieht so genau. Das habe ich nicht, nee, wirklich noch nie gespielt. Ich weiß nur ungefähr, wie es ist. Ich glaube, wir spielen Levels, die es schon vorher gab. Also in dem Spiel, beziehungsweise in dem DLCs, dann sind das komplett neue Levels, glaube ich. Sollte es besser. Kein Intro, bitte. Und die sind irgendwie auf Zeit. Ich glaube, 100 Sekunden oder so, wie bei New Super Luigi U oder so haben wir. Oder auf jeden Fall weniger Zeit. Und wir müssen viel Geld sammeln und ins Ziel kommen. Irgendwie so. Das ist das, was kommen wird. Soweit danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ich habe mir gerade so den... Ich habe jetzt nicht Kopfschmerzen oder so, mein Kopf ist so mindblowing, einfach weil ich die ganze Zeit am Gucken, am Suchen war, mir viel mehr Stress gemacht habe, als es eigentlich Stress zu machen gibt. Aber gut, ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit nur noch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Münzrausch. Bis dann. Ich will nur was ausprobieren. Ist kein richtiges Video.
Schlüssel war falsch. Ja. Ich probiere nur was aus. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt ein Video wird. Eine Sache, die ich im Internet gesehen habe. Oh ja. Oha. Das war beim zweiten Versuch. Nicht schlecht. Also, liebe Freunde, ich habe ein Video gesehen, wo jemand genau das hier gemacht hat. Und ich mache es einfach schamlos nach, ja? Nur um Leben zu sammeln. Und anscheinend habe ich unendlich Leben erreicht. Also, durch diesen kleinen Trick, jetzt versuche ich das Level noch durchzuspielen, mal sehen, ob ich in der Zeit hier durchkomme. Sonst bin ich ja unendlich minus 1, glaube ich, an Leben. Mal gucken, ich glaube, in 45 Sekunden schaffe ich das eh nicht mehr. Also, die Sache ist einfach die. Naja, das Spiel will, dass ich auf 1110 Leben komme. Anscheinend ist das eine unendliche Lebenszahl, die ja irgendwann erreicht ist. Oha, in 20 Sekunden. Ach komm, dann bringe ich mich lieber direkt um. So. Seht, jetzt bin ich unendlich minus 9. So. Aber es ist gar kein Problem, das habe ich alles kalkuliert, denn ich bin unendlich minus 9 Leben. Aber habe 98 Münzen, von daher. Sobald ich hier jetzt nicht sterben sollte. Oh, könnte aber passieren, weil das Level gar nicht mehr so einfach ist. Naja, aber falls ich es schaffen sollte, hier durchzukommen, dann habe ich den Sieg eigentlich sicher. Ich versuche nicht zu schnell zu sein, sonst sterbe ich an dem Viech. Dankeschön. So. Naja, wer hat gesagt, dass man sie ohne einen Glitch holen muss, die Leben, ne? So, hab's geschafft. Damit das Spiel, naja, jetzt ganz durch anscheinend. Mal sehen, was kommt. Oh, ich habe meinen Hut verloren. Okay, wenn Mario endlich Leben hat, spielt man ohne Hut weiter, so wie bei New Super Mario Bros. Wii. Wo, naja, man bei 99 Leben seinen Hut verliert. Hier sind es ein paar mehr. So, speichern wir doch mal ab und gucken ins Hauptmenü mal rein. Ja, beenden. Tatsächlich, 5 Sterne und sie glitzern. Jetzt ist das Spiel 100% durchgespielt, zumindest das Hauptspiel. Ah, ist das eine Genugtuung und ich muss so eine Scheiße machen, damit das überhaupt erst wirkt. Gut, damit habe ich es durch. Ich glaube, diese Kronen, warum sind es Kronen, wenn
man eine hohe Lebensanzahl erreicht hat. Ich habe eine Theorie, woran es liegen könnte. Beim originalen Super Mario Bros. Gab es, glaube ich, einen Glitch, wenn man zu viele Leben hatte oder sowas, dass der Zeiger dann so endlich so keine Zahl mehr ist, sondern so ein Glitch-Ding, was irgendwie aussieht wie eine Krone. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wie ich das zeigen könnte. Ich weiß gar nicht, wie ihr das selber nachgucken könnt. Egal. Auf jeden Fall, glaube ich, ist das eine Anlehnung da. Und deswegen haben die jetzt auch richtige Kronen als Lebenszahl. Soweit war es das aber. Das habe natürlich ich nicht selber rausgefunden, wie es geht. Ich habe jetzt auch nicht mehr im Kopf, wie dieser Typ heißt, bei dem ich das geguckt habe. Es war jetzt kein Let's Player oder so. Warte, ich gucke doch jetzt. Ich klicke einfach Phoenix Master One. So. Damit ich jetzt nicht, ne, ihr wisst schon, Sachen raube, sage ich mal, Ideen raube. Der hat nämlich mehrere Tutorials, wie man an unendlich One-Ups kommt. Ich habe einfach die Methode 1 genommen. So, bin sehr froh, dass ich es durch habe. Und jetzt sehen wir uns wirklich das nächste Mal beim Münzrausch. Oder beziehungsweise schneide ich jetzt in diesen Part mit rein. Ich habe ja so keinen Plan davon. Egal. Münzrausch und Video Ende.